Adventszeit heißt Besinnlichkeit. Die wird beim Berliner Ruderclub besonders wörtlich genommen. Der traditionelle Cross-Staffellauf des BRC am ersten Advent wird gefühlt. Das ist auf jeden Fall anstrengend natürlich. Gerochen. Es ist halt immer mal wieder nach Wald gerochen. Und gesehen. Wir haben auch Spaß, wenn wir hier sehen, dass alle dabei sind mit Spaß und Freude. Da hört man nur das Beste. Das ist richtig geil. Wir laufen seit 20 Jahren hier mit, jedes Mal am ersten Advent mit den Weltraumjoggern. Wir haben jetzt wieder 8 Staffeln, 4 Jugendstaffeln. Ist für uns immer das Highlight zum abschließenden Laufjahr. Okay. Boah, ist gut, schöne Strecke. Es geht am Anfang nur bergab. Da denkt man, oh Wahnsinn. Und dann den letzten Kilometer geht schon auch berghoch. Das lockt neben 560 Läufern, verteilt auf 140 Staffeln, auch Olympiateilnehmer an. BRCler Anton Braun kämpfte im Sommer noch um Medaillen bei den Olympischen Spielen in Rio. Jetzt ist er wieder bei seiner Ruderfamilie, außergewöhnlicherweise zu Fuß. Wir laufen nicht sonderlich viel, eher Rad und viel Rudern, halt Krafttraining. Aber wie gesagt, ich war als Kind hier schon dabei. Mit 12 Jahren, glaube ich, das erste Mal hier gelaufen. Und dieses Jahr fällt also für mich die Langstrecke in Dortmund aus. Und deswegen habe ich die Möglichkeit, hier mal mitzulaufen. Und es ist schön, wieder dabei zu sein. Na dann, ab die Fahrt oder besser gesagt, ab der Lauf. 6 Kilometer und ein paar zerquetschte durch den Düppeler Forst. 4 Läufer bilden eine Staffel, die weiblich, männlich oder gemixt sein kann. Bereits zum 33. Mal begeistert dieses Team-Event nicht nur Ruderer, sondern moderne Fünfkämpfer, Tri- und Leichtathleten. Ich finde es toll, das Miteinander. Und ich habe eine nette Gruppe seit Jahren schon. Und wenn wir dann 10. oder 12. ist egal. Hauptsache, wir sind zusammen und es macht Spaß. Ja, das Teamgefühl ist halt wesentlich besser. Man startet zusammen, man geht zusammen hin und ist halt. Das Teamfeeling ist ein ganz anderes, als wenn man alleine für sich alleine läuft. Man läuft halt, dass das Team eine gute Zeit hinlegt. Quer waldein für Kiddies und Erwachsene. Ein wahres Familienerlebnis, quasi draußen zu Hause. Da kommen auch beim 26-jährigen Sportsoldaten heimatliche Gefühle auf. Denn die letzten beiden Jahre wohnte der zweifache deutsche Meister in Dortmund. Es ist auf jeden Fall schön, wieder herzukommen und jetzt auch wieder in Berlin zu wohnen. Das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen in meinen Verein. Begeisterung also überall. Vor allem, wenn die Strecke bewältigt wurde. Doch im Ziel ist der Tag dann noch lange nicht vorbei. Im Clubhaus gibt's ein traditionelles Get-Together mit Siegerehrung und natürlich Tombola. Da wird dann auch der Geschmackssinn bedient. Wir wollen ganz schnell dann am Ende der Veranstaltung gleich in die Siegerehrung übergehen. Wir machen sie nicht hier vor Ort. Es ist ein bisschen kalt. Wir freuen uns, wenn die Leute drüben sind und da auch noch ein bisschen Spaß haben. Und nachher bei der Tombola gibt es ja für jeden, der mitgemacht hat und rüberkommt, auch noch mal was mit nach Hause. Der 33. Cross-Staffellauf des Berliner Ruderclubs. Ein Run für alle Sinne, jegliche Athleten und die ganze Familie.